Halli, hallo, Hallöchen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Seelenpartner-Orakel, Liebesorakel, so sollte man es nennen. Es ist grundsätzlich für die Liebe gedacht, obwohl ich auch viele Menschen begleite, die sich im Seelenpartnerprozess, Dualseelenprozess und so weiter befinden, weil das ist immer noch mal ja, eine Schippe komplizierter, aber es ist grundsätzlich in der Liebe nur so kompliziert, wie man es sich eben noch machen muss. Wir schauen jetzt heute auf euch beide. Ich möchte kurz vorneweg sagen, dass ich jetzt ein paar Tage nicht orakle, weil ich nämlich nicht in Deutschland bin. Bin aber nächste Woche Dienstag spätestens wieder da für euch. Und ich hoffe, ihr haltet mir die Treue. Was ist dein Standpunkt in puncto Liebe? Handle so, als ob dein Partner da wäre. Ja, da sage ich gleich was zu. Und Otto ist der Meinung, dass die Liebe durchhält. Ja, der Meinung bin ich auch. Wenn du wirklich sagst, du liebst und du liebst aus dem Herzen heraus, dann geht die Liebe ja nicht flöten, nur weil er sich mal komisch verhalten hat. Aber wir fangen jetzt mit deiner Karte an. Handle so, als ob dein Partner da wäre. Gleich, ob du jemanden in deinem Leben hast oder nicht, handle so, als sei er oder sie schon da, sodass du ihn oder sie in allen Dingen mit berücksichtigst. Ja, das ist auch eine schöne Form des Visualisierens und ich habe schon häufig erzählt, das Universum mit Bildern, die man sich im Kopf vorstellt, ja, energetisch besser arbeiten kann, als wenn man irgendwie gebetsmühlenartig irgendwas hoch und runter betet und das dann vielleicht auch noch im Konjunktiv. Wenn du auf dieses Seelenband achtest, wenn du es erspürst, dann merkst du, dass ein Teil von ihm sowieso dauernd bei dir ist. Und ja, schließ ihn doch mit ein in deinen Tagesablauf. Ne? Du musst jetzt nicht anfangen, mit ihm laut zu reden, sonst kommen irgendwann Leute auf die Idee, mit dir könnte was komisch sein. Aber im Geiste kannst du es tun. Und einfach mal annehmen, dass er sowieso nicht aus deinem Leben wegzudenken ist, egal wie sehr du in den Widerstand gehst. Na, wenn er wirklich den zweiten Seelenanteil in sich hat, dann wird sich das ja im Leben nicht mehr ändern und du hast ja nun das Geschenk bekommen, ihn kennenzulernen. Also wird er ja ein fester Bestandteil deines Lebens bleiben, egal was er gerade für ein Hoddel dir um die Ohren präsentiert. Ja, die Liebe hält durch. Die Liebe gibt nicht auf oder verliert den Glauben. Die Liebe ist voller Hoffnung und jeder Situation gewachsen. Ja, und wenn im ersten Moment die Situation vielleicht ein bisschen schwer zu handeln ist, wer sagt denn, dass du sofort aus der Hüfte schießen musst und eine Antwort ihm entgegenpfefferst, die dir vielleicht am Ende leid tut? Oder die, ja gut, das passiert halt im Seelenpartnerprozess, am Anfang triggert man sich wie sonst was und das gehört auch dazu. Denn normalerweise wäre dein altes Verhaltensmuster gewesen, ich drehe mich um und gehe. Aber die Faszination zwischen euch beiden ist halt so groß, dass dieses Ich gehe nicht unbedingt möglich ist. Jeder, der es tut, kann das so handhaben, aber dann bitte mal kurz reflektieren, inwiefern täusche ich mich denn selber, inwiefern mache ich mir was vor, inwiefern ist mein Ego da aktiver als mein Herz in der Liebe. Jutti. Wo stehst du so? Na super. Und er würde mir wirklich eine Karte reichen, Spirit. Wie sieht es auf Ottos Seite aus? Wie ist so sein Standpunkt? Fliegt die Karte auf den Otto, auf den Froschkönig, der heißt hier Otto. Ach so, dieses Orakel ist für die nächsten 24 Stunden. Macht euch nichts passend, was nicht so richtig zu euch gehört. Ich erzähle hier was, entweder könnt ihr da was für euch mitnehmen und wenn nicht, dann wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag. Ja, wir haben hier das Thema fürs Kollektiv, dass da der ein oder andere Schmerz noch transformiert werden darf. Der ein oder andere Schmerz aus der Kindheit. Ich sage es ständig und immer. Es nützt nichts, sich heute über Menschen aufzuregen, die dir irgendwas präsentieren. Dann schiebst du dem anderen das in die Schuhe, was in dir als Wunde noch vorhanden ist.
Du wirst dich immer weniger aufregen, wenn du dein eigenes Verhaltensmuster mal durchschaust. Es gibt immer wieder gleiche Punkte, an die du gerätst, ne? Das ist zu viel Widerstand auf der anderen Seite. Okay, habe ich, hat keiner verdient. Das ist, da bin ich mir zu viel wert. Ich drehe mich um und gehe. Das hast du in der Kindheit schon so gemacht. Du gibst mir die Schaufel nicht. Okay, dann spiele ich nicht mehr mit dir, ne? Also das sind so Muster, die hat man sich einfach antrainiert. Und auch das hat irgendeinen Hintergrund. Und hinter all diese, ja, Fassaden zu gucken, das ist was, das nimmt Zeit in Anspruch und dieser Dualseelenprozess gibt dir eben die Zeit. Deshalb bist du auch nach einem halben Jahr noch nicht so weit, dass du mit ihm zusammenziehen kannst, in der Regel zumindest. Ja, es ist eine Einladung an dich, jetzt mal die Welten zu überspannen und ein neues Kapitel aufzuschlagen, die Dinge mal bewusst anders anzugehen, als wie es deinem alten Verhaltensmuster entspricht. Denn das Glücksrad ist ja auf den Tisch gefallen. Das ist zurzeit absolut richtiges Timing für diesen Transformationsprozess und das Glück wird an deiner Seite stehen. Du bist beschützt. Du kriegst die Geistesblitze, die du brauchst, um für dich weiterzugehen. Aber dafür musst du ja schon auch mal in die Stille gehen und über dich selber nachdenken. Immer einfacher, über das Leben anderer Menschen nachzudenken. Aber ja, wir wollen ja weiterkommen. Ja, er hat die freudvolle Muse hier liegen. Es geht um Inspiration und das ist das Schöne. Ihr beiden, im besten Falle, macht ihr euch nicht klein, sondern helft dem anderen dazu zu wachsen. Und das geht am allerbesten, indem ihr euch gegenseitig inspiriert. Du machst Dinge vor und er denkt wow und versucht es, ne, versucht nachzuziehen. Manchmal ist es auch andersrum, aber in der Regel ist halt mein Kollektiv eher so im Führengelchen-Modus unterwegs, du führst an, auch wenn du die Frau bist, du führst an, nicht in der Art und Weise, mach jetzt dies, mach jetzt das, nein, du führst an in der Art und Weise, dass du vormachst, wie man mit Problemen umgeht, und zwar auf eine erwachsene Art und Weise. Und er wird dadurch lernen und wird es dir gleich tun. Und ja, je weniger Probleme es dann irgendwann gibt, desto mehr Harmonie stellt sich ein und Frieden stellt sich ein und schöne Momente, wenn man miteinander zu tun hat. Es ist aber alles ein Weg bis dahin. Und ich habe auch schon oft an dem Punkt gestanden, wo ich dachte, so jetzt hast du so das Schlimmste bearbeitet. Und dann kam er und hat es dann doch nochmal aufgerissen und angetriggert, sodass ich merkte, nö, nee, so alles ist dann doch noch nicht heile. Aber die letzten Monate waren gut, sagen wir mal so. Also es dauert eine Zeit, aber die Zeit braucht man eben auch, weil es sonst so anstrengend wäre. Ja, für dich ist hier Kommunikation der Schlüssel. Und für ihn die Wolte. Die Antworten, die du brauchst, sind auf dem Weg. Aber Kommunikation ist auch so ein Thema im Kollektiv. Viele sind wirklich angetan davon, mit Buchstaben zu kommunizieren. Schreiben dann mal so ein dahingeschnoddertes Sätzchen mit einem netten Emoji dahinter und wundern sich, dass von Otto vielleicht nur ein Okay kommt, weil es sind Aussagen. Wenn keine Fragen geschrieben werden, ist der Otto nicht unbedingt bemüßigt, zu antworten, zumal er davon ausgeht, dass du dieses Seelenband genauso zur Verfügung hast wie er und er kann dich über dieses Seelenband eh lesen wie ein Buch, da braucht er nicht noch unendlich viel Zusatzinformationen. Ja, Kommunikation, schau dir nochmal die Art und Weise an, wie du kommunizierst und überleg auch schon mal, wie könnte das, was ich denn da formuliert habe, beim anderen ankommen. Weil dadurch entstehen häufig Missverständnisse. Und ich habe auch schon häufig gesagt, die beste Art, wenn man denn jetzt nicht wirklich miteinander zu tun hat, über diese sozialen Plattformen zu kommunizieren, ist, indem man Videobotschaften hin und her schickt, weil da sieht man am besten, was auf der anderen Seite gerade so los ist. Und der andere sieht auch, ob du dich gerade hinter einer Maske versteckst und du siehst, wie das bei ihm eben ist. Aber das trauen sich viele nicht. Und dann ist die Frage, wie weit her ist es mit deinem Selbstwert? Dein inneres Kind schreit wonach zurzeit?
nach Heilung. Mein inneres Kind stärkt mein Körperbewusstsein. Momentchen. Eine Karte für ihn. Nehmen wir die untere. Mein inneres Kind stärkt mein Körperbewusstsein. Ich wende mich jetzt meinem Körper zu. In ihm wohne ich und nur durch ihn kann ich Erfahrungen sammeln. Ich habe mich daran gewöhnt, seine Bedürfnisse zu unterdrücken, aber mein inneres Kind fordert mich auf, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zu hören, was er braucht. Die Schönheit meines Körpers erfüllt mich mit Zufriedenheit, Dankbarkeit und Freude. Na, das ist mit anderen Worten, wenn du dich wirklich mit allen Ecken und Macken und Kanten annimmst, wie du eben bist, dann strahlst du schon was ganz anderes aus, als wenn du denkst, oh, mein Bauch ist zu dick oder ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu alt, zu jung, keine Ahnung was. Wenn du Unsicherheit ausstrahlst, bekommst du im Außen Unsicherheiten zurück. Hast die Krone aber auf dem Kopf, bekommst hier auf der Seite einen König präsentiert. Er hat die Karte, mein inneres Kind lebt im Überfluss, unendliche Fülle wartet auf mich. Sie versteckt sich nicht an einem speziellen Ort, sondern verbirgt sich hinter all dem, was ich vor mir sehe. Ich bin wachsam und betrachte genau, in welchen Formen mir das Leben begegnet. Der Überfluss ist überall. In jeder einzelnen Form kann ich die Fülle entdecken. Das sieht er manchmal noch nicht, aber theoretisch ist es ja so, ne? Wenn du davon ausgehst, alles ist auf dem Weg zu mir, weil ich habe es verdient, ich habe nur das Beste verdient, weil ich bin es wert, dann wird das Beste auf dich zuströmen. Und zwar in dem Maß, wie du es halt eben brauchst und wie es eben gut für dich ist. Okay, nehmen wir ein erstes Stichwort für den Spoiler. Ich mache jetzt nur einen Spoiler. Und die nächsten 24 Stunden sind gekennzeichnet auf deiner Seite durch folgendes Thema. Und für den Otto. Schwere Zeiten. Ja, man macht es sich immer schwer. Ne? Die Zeiten sind immer nur so schwer, wie man sie sich denkt. Und jetzt sagt nicht, die hat gut reden. Ich bin auch durch schwere Zeiten gegangen in meinem Leben, aber da möchte ich nicht mehr hin. Und mein Mindset ist mittlerweile Gott sei Dank so aufgeräumt, dass alles, was schwer ist, ich mir mit ein paar Gedanken irgendwo zumindest ein bisschen leichter machen kann. Ich akzeptiere Schwierigkeiten als die besten Gelegenheiten, etwas zu lernen. Er ist hier gerade in einer Transformation. Tod, ich lerne, dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Ich weiß aber auch, dass einige Ottos gerade mit Sterbefällen in der Familie zu tun haben. Und natürlich setzt du dich dann auch mit dem Thema Tod auseinander. Was kommt danach? Was bedeutet Leben? Lebe ich mein Leben so, wie es mir gefällt? Geht da noch mehr? Brauche ich noch mehr? Ist weniger mehr? Und solche Fragen. So, und der Frieden. Ich bin ein Wesen der Liebe und lasse alle negativen Energien los. Ja, und Liebe hat mit Negativität nichts zu tun. Die Negativität, und nochmal vorgebetet, die kommt, wenn dann, aus der Vergangenheit. Das heißt, schließ mit deiner Vergangenheit ab und du bekommst deinen inneren Frieden. Kurzer Spoiler für die nächsten 24 Stunden für dich. Warum sind denn die Zeiten so schwer? Weil du noch sehr viel Bestätigung im Außen brauchst. Es ist so, dass du dich manchmal einsam fühlst, dass es dir gleich besser geht, wenn du ein paar Komplimente bekommst. Bei manchen ist das so, andere stehen da schon lange drüber. Machst es dir aber auch schwer, weil du von der Gesellschaft dich abhängig machst, von gesellschaftlichen Normen, weil du, weiß ich nicht, vielleicht noch jeden Tag in die Nachrichten guckst und sagt irgendein Politiker, wir rennen rechts, dann rennst du rechts und sagt irgendein Politiker jetzt links rum, dann rennst du vielleicht auch links rum, immer mit der Masse mit. Das Geld regiert, wo ist dein Herz? Welchen Trupp hole ich denn jetzt hier bitte schon ab? Ja, hier darf die Kindheit nochmal unter die Lupe genommen werden, die Erwartungshaltung und was bedeutet es für dich, ein Zuhause zu haben, dich geborgen zu fühlen.
Was bedeutet das für dich, Geborgenheit? Da kann ja nicht sein, dass es dazu einen Menschen hier gibt, oder geben soll, der dir dieses Gefühl vermittelt. Wann hast du dich geborgen gefühlt? Wo fühlst du dich geborgen? Kannst du dich in dir selber geborgen fühlen? Kannst du dir diese Geborgenheit geben, die du brauchst, die du vermisst? Natürlich ist das dann nochmal was anderes, wenn dich jemand in den Arm nimmt, mit dem du diese Seelenverbindung hast. Aber erstmal gilt es hier noch ein bisschen aufzuräumen. Zumindest bei einigen hat die Legung aber jetzt eine Kurve gekriegt. Was soll ich sagen? Solange du noch nicht authentisch du selber bist, wird der Otto hier seinen Offiziersmantel nicht ausziehen. Wird er auch eher zurückhaltend sein und sich einer Veränderung gegenüber eher verschließen. So wie es aussieht, hat er sich, das ist hier ein bisschen umgedreht, als es normalerweise ist in den Legungen, hat er sich innerlich schon ein bisschen mehr auf die Reise gemacht. Er weiß, was er will, er weiß, wo er hin will. Und er weiß auch, dass ihr beide diese Verbundenheit miteinander habt und dass du seine Herzdame bist und dass in dir sehr viel Potenzial steckt, was du aber total unter Verschluss hältst. Und dieses Potenzial, das möchte mal bitte an die Oberfläche kommen. Er spürt deine Unzufriedenheit, deine Traurigkeit. Ja, so wie es aussieht, haben wir hier Team Otto als schon ein bisschen weiter in der Entwicklung. Das gibt es manchmal auch, auch wenn das eher da die Ausnahme ist. Ja, er wird, ja, vielleicht kannst du ein bisschen was von ihm lernen. Dann schau dir doch mal sein Verhalten an und bewerte und beurteile nicht. Er könnte aber, er sollte aber, und auch da, und dann geht er kaputt und dies und das und jenes. Machst du es denn wirklich besser? Machst du es ihm denn wirklich vor? Ich höre mal auf jetzt. Das ist eine Legung, die wahrscheinlich die meisten nicht betrifft. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Bedanke mich auch für jedes Abo, jedes Like, jeden Kommentar. Ja, und ich sag mal, bis spätestens Dienstag, haltet mir die Treue und bleibt mir gesund. Bis dann.